Aber das ist okay. Genau. Es gibt schon erste Leute, die an der Kabine hören können, aber viel gehört natürlich noch mal, wenn man innen drin ist. Schon sagen? Genau, am meisten Sinn macht es im Stream. Aber es ist gleich lustig, dass du in der Kabine hören kannst, Sevalis. Ja, genau. Mehr Applaus und noch mehr Applaus, bitteschön. Danke, danke. Ich würde noch ein bisschen klatschen, meine Damen und Herren. Applaus oder Klatschen, genau, was er will. So, es fängt, glaube ich, an, ja, vielen Dank. Es freut ihn, dass er das letzte einscheint. Und wir machen jetzt das schlechteste vom Ganzen, weil mein Solo-Programm ist, ja, nicht so wichtig. Freude an Demotivation. Genau. Und jetzt kommt der Lieblingswitz. Ja, das erste ist eine lustige Frage. Das Wort Liebe steckt genau einmal im Grundgesetz, nämlich im Wort Kriegshinterbliebene. Da ist jetzt die Frage, ob vielleicht auch Amour noch eine Möglichkeit wäre, zum versuchen. Ja, oder Amore, oder... Ja. Vielleicht. Ja. Und aha. Wir haben hier auch einen narzisstischen Zug. Was passt sich wem an? Alose? Genau, also. Aha. Ja. Wollen minus können. Ist scheitern. Also. Quasi. Etwas nicht können. Ja. Also. Und was ist denn noch, blöder als... Als gar nicht können? Ist genau. gar nicht probieren? Ja. Würdest du auch sagen, ich glaube, jeder Profisportler wird da dem zustimmen? Das ist auf jeden Fall so. Dabei sein ist alles und... Genau. Und so. Da können wir voll und ganz zustimmen hier in der Übersetzerkabine. Ja, es gibt auch einen Kalender vom Nicht-Kennen. Da habe ich mit meinem Bruder zusammen rausgegeben. Und da gibt es... Also es ist ein Abreiss-Kalender. Also wenn etwas weg ist, dann ist es quasi gescheitert. Und das Ziel wäre, dass man halt ein bisschen mehr auf das, etwas Nicht-Kennen ein Beispiel macht. Und er redet auch vom 21. April 1995. Da hat er die Webseite match.com irgendwie. Und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Irgendwie seine Freundin hat einen anderen Mann kennengelernt. Habe ich gerade nicht so gelost, aber wir sind ja gerade am Scheitern hier. Das gibt es ab und zu, das ist nicht so schlimm. Ja. Beim Match Pardon. Du hast einen Jockey gestorben, einen Herzinfarkt. Und ist trotzdem als Erster ins Ziel gekommen. Hey, das ist, eine reife Leistung. Das sein erster Sieg. Ja, und das ist... Das kann man schon cool finden. Das qualifiziert also. Nicht mal für einen Darwin Award, weil nein. Das shit happens. Ja, klar. Ja, und da hat einer seinen Anteil an Apple, 10% von allen Apple-Aktien, für $800 verkauft. Schade. 18... Nicht so zukunftsträchtige Entscheidung. Schade. 1871 hat sich ein vermeintliches Mordopfer selber umgebrungen. Hat sich... Und der, was? Sein Mandant ist dann frei, ist mit einem Anwalt gegangen. Der Anwalt hat sich umgebrungen. Ja, sehe, ja. Tja. Also. 1977 hat sich der Australier hat Formel 1 gewonnen von Österreich. Aber niemand weiß, wie die australische Nationalhymne spielt. Und ein Trompeter von da Happy Birthday spielen. Hey, es ist ein netter Versuch, es ist auch etwas zum Feiern. Warum nicht? Der wird es ihm nicht übel genommen haben. Genau, und Geburtstag hat ganz sicher jemand gehabt an diesem Tag. Also. Ja, genau. Ich meine, wir wissen ja, Geburtstagsprobleme, es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand Geburtstag gehabt hat. Genau, ja. Das gehört so ein bisschen dazu. Ach ja, genau. Ja, jetzt stellt er sich endlich auch noch selber vor. Also ich meine, mit dem sollte man ja eigentlich anfangen, wenn man höflich ist. Aber ja. Deutsche Höflichkeit, lassen wir mal so.
Eigentlich sollte das schon vorher passieren, oder? Aber ja, und jetzt probiert er noch anzustimmen, ob die Leute fröhlich sind, dann sollte man klatschen. Ja, sind wir klatschen. Ba-ba-ra-ba-ra. Ja, gut, genau. Okay. Man kann es auch mit dem Lied machen, aber auch nicht. Wir sind einfach so fröhlich. Yay! Yay! ja, also, das war jetzt simultane Übersetzung aus dem Saal. Hier in der Übersetzerkabine ist natürlich viel fröhlicher. So. Er hat jetzt ein paar Leute gesagt, sie sollen mal das Handy aufnehmen und schauen mal. Ah, wer hat ihn schon mal gesehen? Auf YouTube? Ich habe noch nichts gesehen von ihm, aber im Saal ist doch die klare Mehrheit, die ihn schon mal gesehen hat. Also bitte, lebst du in ihrem Mond, oder was? Ja gut, aber ich bin so aus einem Seitental von der Schweiz, also das muss ja nichts heissen, gell? Ja, also er hat sich gerade noch vorgestellt und gefunden, seine Initialen sind auch sehr europaweit bekannt. Und ist jetzt durchaus froh, dass seine Eltern ihn nicht Simon genannt haben. Ja, ist eher ungeschickt. Hast du ein Label? Mhm. Ja? Mhm. Du weißt wie? Junko holen. Nein. Nein. Sein Geburtstag ist auch schön. Es setzt sich aus den Daten von zwei Super-Gaus zusammen. Einen Tschernobyl, einen Fukushima. Das hilft ihm. Ja. Und dann bist du auf dem Mittag im Stream. Ja. Was ist so eingestellt, dass du ihm der Dude hat echt gute Geburtstagserinnerungen, die er da aufzählt. Da kann ich nicht mithalten. An meinem Geburtstag ist Final Fantasy 1 rausgekommen. I'll take it. Mirion ist da und der Speaker ist das da. Also Speaker, R, du selber. Also, muss ich doch... Also, zum Schmerzen das. Und das sind nur Lüftstärken. Tja. Ich weiss es nicht, Reihenhäuser sind nicht. Das hat auch sehr zufrieden ausgesehen. Meine Satireausbildung habe ich bei dem. Oh, in einer katholischen Schule hat er Satirenausbildung gelernt. Also ich weiß ja nicht, scheint von euch in einer katholischen Schule gesehen. Wir können alle aus. Ah? Ah? Und? Hast du auch Satire gelernt? Nein, es war mega hart gewesen. Okay. Schade. Es ist ganz viel Holz müssen klopfen. Okay. Bitte machen, dass wir alle gesund bleiben und dass der Krieg ist. Siehst du? Er hätte wollen, dass man ganz viel hart bleiben. Und gesund. Ist auch gut. Gesund bleiben ist immer wichtig. Von dem her. In die Arbeitslosigkeit gehen oder noch eine Ausbildung anfangen. Ich habe mich dann. Also, da ist halt eben schön, in der Schweiz hast du mindestens 3 Auswahlen. Genau. Er hat eben herausgefunden, das dreifache Bildungssystem ist eben toll. Der sitzt hinten drin, Kiel, der Gag ist schon drin. Jo, und er hat halt studiert, zwischen BWL und Studieren. Und BWL ist halt so, jo, kannst machen, was du willst, aber Studieren ist halt so alles andere. Nein, das funktioniert nicht, aber er glaubt es einfach. Aber darum hat er nach 6 Wochen das BWL abgeschafft. Hätte ich auch, wenn ich Soziologie gemacht hätte, oder? Depression mit Büchern, Soziologie. Ist etwa Hans und Heiri, oder? Immer noch besser als BWL studieren. Ja gut, mit diesen Berufschancen wäre ich auch der Motivationstrainer geworden, muss ich sagen. Achtung, was kann er wirklich gut? Zweifeln, resignieren, andere Menschen demotivieren. Also BWL was kann ich mit diesen Fähigkeiten machen? BWL studieren. SPD-Vorsitzende. Ah, das wäre in der Schweiz SVP. SVP? Ja, so Blocher. Soziale Partei. Schon nicht gegen eine Motivationsbombe, ja. Er hat auch schon überlegt, den Gag rauszunehmen, aber über Tote sollte man echt keine Witze machen. Da kommt ihm. Ja, ich weiss nicht, das Totenmügeli gibt es ja auch. Ich meine, da macht man auch gewisse Witze, oder? Kann man jetzt auch nicht jeder Gesellschaft bieten. Das ist so dermassen schwarz. Das ist einfach der Neger unter den Witzen. Und darum sagt er, okay, unentschlossen, was auch immer. Ja, ich weiss nicht, was würdet ihr dem Nico geben, Punkt Erotik, wie viele Sterne? 2 von schwarz. 2 Erotik? Von schwarz.
Ja, ich würde ihm schon 3 geben. Von Schwarz? Von Erotik? Also ich bin der grössere Alkoholiker als er, aber er findet, er kann das gut. Jetzt tut der Nico eine Folie zeigen mit einem Haufen Zahlen. Jetzt sieht man noch ein paar Wörter dazu. Besser, ich kann gut rechnen, oder? Also Kloppenburg, Wellmar. Also schaut, es gibt 2 Tage im Jahr, wo man trinkt. Dann, wenn es regnet und dann, wenn es nicht regnet. Das ist, wenn man frei hat. Dann regnet es. Bin ich einverstanden, ja. Kann also, man so sagen. Dann kann man trinken. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wer denn Nico finanziert? Ja, das ist Draghi BBB von YouTube. Ich würde sagen, es ist eine Pharmafirma. Nein, die Mama. Haben kein Geld für das. Mami. Mo, schau, richtige Schweizer. Mami. Also, ISIS finanziert 2% vom Gesamteinkommen von diesem Menschen. Man muss aber sagen bei diesem Diagramm, dass die Mutter also mehr Gewicht hat als der Vater. Ja, aber es liegt nur daran, weil die Mutter weniger Kopfabier trinkt als der Vater. Ja, ich weiss nicht. Man könnte da schon langsam eine Gender-Discussion starten, oder? Unsere Translation-Boot. Das Kopfabier, schwarz-weiss. Ja, der Scheiß kostet nein, doch genug, das oder? Das Glas ist nicht voll leer, das Glas ist doppelt so gross. Der Nico, kannst du entscheiden? Der Nico geht also, davon aus, im neoliberalen Teil, dass positives Denken nicht gleich mit einem konstruktiven Denken ist. Also eigentlich hätte er sich noch nicht entscheiden zwischen Grossprojekt und Monopoly. Was hat das jetzt mit dem Trinken zu tun? Trinken ist immer gut. Allons-y! Also, die negativ denken, die haben zu wenig Trinken dabei. Und deswegen ist klar, dass es ihnen nicht so gut geht. Und deswegen kommen sie einfach kein positives Ergebnis. Trotzdem erstaunt es mich, dass das Ergebnis ein grosses Plus ist, oder? Nein, das ist eben nur bei denen, die genug Alkohol in den Fingern haben. Das symbolisiert also am Schluss hast du 2. Was willst du, was willst du nicht? Das hat sich der Hausi auch schon gefragt. Am Schluss hat er keine Antwort gefunden. Ich meinte, er will unglücklich sein, weil ich meine, es ist schon ein Tiertraktor, der Siech hat einfach in nicht mehr da, oder? Scheisst ihm an, muss wieder die Landmaschine mächeln kommen. Verstehe ich, wenn man da langsam vergrault, oder? Das ist meine Schiene. Lass mal, du sagst einfach so, easy peasy, ich will zufrieden sein, also was mache ich? Ich nehme ein Bier für mich. Und dann kann ich einfach mein Ziel erreichen. Oder auch nicht. Wie viel Bier das ich kann. Und das macht mich auch nie unglücklich. Ja, kommt drauf an. Also ich meine, wenn wir jetzt würden Räuber und Poli spielen in unserer Kabine und du mir würdest einfach ins Gefängnis stecken, dann wäre ich easy unglücklich, egal wie viel Bier nein, das ich hatte. Ich als Polizist würde dich doppelt sehen, also würde ich dich doppelt einfangen, also hätte ich doppelt so viel Glück. Ja, aber es gibt kein doppeltes Gefängnis. Doch, sicher schon. Schau hier, 2-mal Zimmer. Aber gibt es doppelt Bier im doppelten Gefängnis? Natürlich. Das ist die Frage, oder? Nur für den Polizisten. Man ist ein Polizist an der ganzen Sicher. Ja, nur wie kommt man dann wieder frei aus dieser Falle? Das ist die grosse Frage, oder? Hey, gar nicht. Schau, du musst den gehen wir doch langsam Richtung Philosophie. Ja, du musst den Herd da sehen wir 2 grosse Klammern. Und wie kommst du aus diesen Klammern frei? Indem, dass der Herd ausschaltest. Wieso? Vielleicht sollte man sich ja ein- oder zweimal die Finger verbrennen. Nein, das ist voll gestanden. Der Mensch hält diese Lehre traditionell nicht aus, deswegen füllt er sie mit Quatsch. Das war Philosophie und Religion in 2 Folien zusammengefasst. Also ich als Philosoph bin jetzt voll die Gegner, Quatsch. Weil ich finde, Philosoph ist ja der Grundbegriff von allem. Und nicht einfach nur Quatsch, sondern Philosophie. Bringender
streiten, welcher Quatsch hier stimmt. Also, manchmal streiten wir auch ein bisschen. Jetzt einfach nur so null. Wenn du nicht mal null definierst, wie willst du denn Differentialmathematik machen? Es geht gar nicht. Also, brauchst du eine Philosophie, die dir sagt, was null ist. Und dann, wenn du es null definiert hast, dann kannst du dir überlegen, was ein Mensch überhaupt ausmacht. Krankheiten zu heilen. Und dann kommst du auf die Idee, dass ein Adlerlass vielleicht nicht so intelligent ist. Aber was ist jetzt, wenn du 0 Promille hast? Ja, eben, 0 Promille, das ist genau das, was die Philosophie definiert. Sie sagt dir, 0 ist etwas vom Nichts. Also, wenn du 0 Promille hast, musst du mehr Bier trinken, weil sonst hast du nichts. Aber wenn du jetzt ganz ehrlich bist. Das ist eigentlich der erste große Unterschied zwischen Fundamentalisten und Aufklärern. Fundamentalisten glauben bereits widerlegen. Also, und da sehen wir jetzt einfach den dritten Bereich. Es sind noch Philosophen, die sagen so, ja, wir glauben an das, was wir schon immer gewusst haben, nämlich wir sind die Besten und die Tollsten. Auf den fundamentalistischen Quatsch eingehen. Und er nimmt jetzt einfach die Homöopathie auf den Arsch und findet so, ahaha, Globuli funktionieren nicht. Achtung! Rassismus in der AfD, das wäre bei uns wahrscheinlich nicht die SVP oder die SD oder die PNOS oder so. Nein, das ist schon die AfD. Das funktioniert super für die Schweiz. Schon? Ja. Also die Schweiz ist ja ein bisschen Alternative für Deutschland. Also alle Deutsche, die gerne auswandern würden, kommen ja auch meistens in die Schweiz. Ja. Das ist so der, da wenn man das so. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber... Aber? Ich habe ja nichts gegen Rassisten, aber... Ich finde sie okay. Ich habe nichts gegen die Braunen, aber... Also die Rassisten sagen, sie sagen keine Rassisten. Und... dann ist ja gut. Hart, aber fair. Das Problem ist, dass die dummeren Menschen meistens Rassisten sind. Wo dann auch sagen so, ja, okay. Das ist ein grundsätzliches Problem in einer Demokratie. Ne? Man muss anderen Meinungen gegenüber tolerant sein. Also, wir sind zum Beispiel tolerant gegenüber Alkohol. Also einige von uns. Er sagt gerade, dass man in der Demokratie muss tolerant sein. Aber das ist ein bisschen das Paradoxon. Ja. Und dann sagt er immer so, genau. Eigentlich meine Grenzen das sind, was andere gegen mich rüber sind. Das Problem ist, dass dort die Grenze gerade eingrenzt wird. Genau, und wenn man Grenzen mal überschreitet und einfach ein bisschen zu viel drin hat, dann ist es nicht so schlimm. Genau, weil wenn ich dich belästige, dann ist es kein Problem. Aber wenn du mich belästigst, dann ist es ein Problem. Das finde ich nicht okay. Also wenn man zum Beispiel sagt, ein dunkles Bier ist wirklich einfach nicht gut im Vergleich zu einem hellen Bier, dann ist das nicht okay. Und das ist völlig unlogisch, weil ein Pilz ist ja wohl viel besser als ein dunkles Bier. Das ist. Aber das finde ich jetzt. Hast du etwas gegen dunkles Bier? Ich habe eigentlich nichts gegen dunkles Bier. Ich denke es noch recht gern. Ich habe lieber ein Pilz, sorry. Ja, das Pilz ist auch etwas sehr Schönes. Und noch besser als ein Alster. Ich glaube, es ist ein Lifehack. Ein Alster. Ein was? Ein Alster. Ein Alster. Ja, wo du schlappst ins Bier reinlässt. Achtung, das nächste Kapitel. Aufklärung gegen Fanatismus. Aufklärer gegen Fanatiker. Also Aufklärer gegen Fanatiker. Die können sich gar nicht verstehen, weil die haben unterschiedliche Prinzipien. Die haben Fakten und dann erzählen sie eine Story. Und Fanatiker haben zuerst eine Geschichte und dann tun sie Fakten an. Das nennt man dann alternative Fakten wahrscheinlich. Also eigentlich... Ja genau. Ha! Ich kann voraussehen. Also eigentlich ist es das Gleiche. Jeder Mensch besteht aus unterschiedlichen Eigenschaften. Okay. Gewisse trinken zum Beispiel Alkohol, die anderen auch, aber weniger. Okay, jeder Mensch hat 6 verschiedene Farben und man kann sich die aussuchen, in wie die ausgeprägt sind. Also zum Beispiel, hast du eine Religion, hast du einen Mensch oder was auch immer?
Ah, es gibt eine Unterscheidung. Weil, wenn du Moslem bist, bist du kein Mensch. Also geht es um den wachsenden Pegel, der manchmal unterschiedlich ist. Genau, und das ist die globale Erwärmung. Genau, weil das sind Meeresspiegel, sind auch... Das geht auch mal. Bei Maschinen geht es auch vor allem um Machine Learning. Weil früher haben wir noch lernen und jetzt sind es Maschinen, die dürfen lernen. Nein, du sagst es falsch. Sorry. Das sind die Islamisten, die reinkommen. Also Alkohol ist auch ein Lösungsmittel. Ja. Aber das Problem ist einfach so. Das finde ich jetzt ein faszinierender Ansatz, weil das Recht links ja gar nicht vorkommt. Dem ist also eine kreative Leistung. Ausländer raus. Nein. So. Es ist eigentlich die Selbstbestimmungsinitiative von der Schweiz, wo die SVP schon lange definiert hat, dass du sagst, okay, du machst all die, die komisch denken, die können sich verpissen. Und die Frage ist einfach so, will das jemand wirklich? Ja oder nein? Und jetzt kommt das nächste Problem. Alle die, die zu jung genug sind, so ficken ohne GHB. Kann man mittlerweile sagen, unter 53 langsam die Hälfte der Bevölkerung, oder? Aber siehst hat nichts mit Las Vegas mehr zu tun, meiner Meinung. Nein, aber alle die, die du kannst ficken ohne GHB. Heisst noch lange nicht, dass sie Aussenseiter sind, oder? Nein. Oder psychisch Kranke oder Männer. Ich weiß, dass man das 97% von allen Massenmorden gehen aufs Konto der Männer. Das heisst eigentlich, Männer sind zu schuld, ja. Das heisst nur, dass Frauen nicht verwünscht werden? Je nachdem, wie man es sieht, ja. Oder die Frauen fälschen die Statistiken, das könnte man auch sagen, oder? Ja, einverstanden. Bei den psychisch Kranken machen wir eine Ausnahme, also bitte. Hey. Aber bei den Aussenseiter oder den Rassisten, der ist irgendein das Fass zum Überlaufen gebracht. Da ist wieder die Frage, wie tolerant soll man sein gegenüber der Intoleranz, oder? Unter 53, also ich meine, wenn man über 53 ist, dann sollte man schon nicht so tolerant sein gegenüber diesen Leuten, würde weißt, ich meinen. Das Problem ist immer, wie siehst du im Bikini aus? Ja, immer nicht gut, über 53. Aber siehst du, dann ist das Burkini. Egal, ob du Mann, Mann oder Frau bist. Also. Und dann ist das Burkini der Hammer. Ich weiss nicht, wann hast du letztes Mal ein Bikini angehabt? Vor 10 Jahren. Bei mir ist es nämlich schon eine Weile her. Ah ja? Eben, siehst du? Die AfD hat eben letztes Mal gesagt, Männer sollen eigentlich kein Bikini anlegen. Darum habe ich gefunden, jetzt ich lassen wir das langsam sein, oder? Ich will dich nicht in einem Bikini sehen. Also sage ich, ich will dich in einem Burkini sehen. In einem Burkini? Ja. Wieso? Ich bin nicht ein Rassist. Oder psychisch krank. Was? Wenn man da das Diagramm anschaut, bitte kommen wir wieder zurück zur Sache. In der Bundeswehr läuft man nicht im Burkini rum. Aber um im Inneren. Also was die Polizei nicht kann, ist Menschenmengen auflösen im Burkini, oder? Da haben sie noch definitiv Verbesserungspotenzial, oder? Hallo, wow, Akbar! Altstadt bombardieren, ja, das ist ein heikles Thema. Das ist ein heikles Thema. Das Problem ist, was ist eine Altstadt? Ich meine Stuttgart 21, Altstadt. Sag mir mal alles, was älter als 200 Jahre ist. Also ist Berlin. Also jedenfalls, dann zumal, wo man noch schön hat bauen. Nein, ist nicht älter als 200 Jahre. Also Berlin Flughafen, kein Problem. Nein, ich meine, vor 200 Jahren hat man noch nicht, ist man noch nicht geflogen, oder? Ja, easy peasy. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen mehr als 100 Jahre her, seit der Mensch abgehoben ist in einer Maschine, die schwerer ist als die Luft. Es sind 120 Jahre. Nee, ja, nicht ganz. Jedenfalls, wenn dir das gleich ist, dann ja, also baust du die Städte halt wieder auf, oder? Wir stellen auch gerne wieder einen neuen Betonklotz her. Moderne Architektur, tipptopp. Du als österreichischer Führer, kannst du malen? Als österreichischer Führer?
Malen könnte ich schon, aber ich habe da glaube ich eine andere Richtung im Kopf, die man durchführen könnte. Also, und auch wenn, ich meine, die Leute wissen meistens relativ gut, was sie selber möchten herführen. Also, jedenfalls, dass sie nicht auf den Kopf gefallen sind. Er hat jetzt gerade den Bundesministerium umdankt, wo 7 Kinder das sich hat, wobei 3 davon adoptiert worden sind. Also eigentlich keine Eigenlastung aus dem gebärfreudigen Becken, sondern mehr so, ich gehe in den Supermarkt von Afrika und suche mir das und das und das Kind aus. Und das nehme ich mit zu mir heim und finde, oh, ich bin so gut. Das heißt, alles unterfinanziert, nichts kann abheben und wenn es irgendwie eine große Katastrophe gibt. Und das ist mir so. Oh, ich kann mir zwar so jetzt nicht so vorstellen, wie das Moor so gut brennt, weil im Moor hat es ja meistens so irgendwie Wasser, oder? Es klingt so ein bisschen nach Sumpf für mich. Ah, bist du doof? Das sind schon 10'000 Soldaten rum. Weißt du, eine menschliche Kerze. Weißt du, wie gut es brennt? Ich glaube, da hat jemand langsam ein bisschen über den Durst getrunken. Tut mir leid für unsere Übersetzung. He. Ich habe da keine rechtliche Gewähr übernehmen für die Basler. Die Bundeswehr ist sonst noch mega gut. Im Brunnenbohren, ja. Seit die 7 Adoptivmami das übernommen hat. Genau, auf Englisch würde man quasi sagen, Surprise Attack. Genau. Oder dass Kinderüberraschung sei. Ja, wie man das sagt, wie man das sagt. Das ist, wenn man Kinder USA verboten. Ich finde es so albern. Also ich meine, die Bundesregierung kann echt mal noch 2 Brunnen mehr bauen. Ist doch etwas Schönes, wenn man geht wandern und dann mal einen Schluck Wasser aus dem frischen Brunnen nehmen kann. Du siehst das völlig falsch. Nein, weil eine Bundeswehr zählt keine Fakten. Ja, der Nico redet jetzt auch über das postfaktische Zeitalter. Ein bisschen Satyrik oben drauf legen. Oh mein Gott, man hat ihn als CDU-Kanzler einwählen und das geht gar nicht. Nicht unbedingt CDU, aber die Partei, ich meine, da hat er nicht einmal so schlecht reingepasst. Das ist so, stell dir vor, als zukünftiger Christoph Blocher. Wieso als Christoph Blocher? Ich meine, da sind wir in einem politisch ganz anderen Spektrum tätig. Ja, machst du lieber als... Also meiner Meinung nach, ich könnte gerne mal einen mit Jeans und Hoodie da das Kanzleramt übernehmen. Ah. Das würde glaube ich auch nicht schlecht tun, oder? Als was? Als Bundeskanzler. Karin Sutter-Keller. Genau, die Parteien sind natürlich jetzt auch in der Krise. Die AfD profitiert natürlich von dem. Sieht man das Durchschnittsalter der Parteimitglieder. Genau, der Nico sagt quasi da, mit 34 wäre er noch relativ gut dabei bei der Partei. Ja, also Senioren, es ist so, alt ist immer das eigene Alter plus 10 Jahre. Danke. Ja, man sieht... Ja. Ja. Genau. Partei ist die Zukunft da, siehst du? Altersschnitt 34. Also, genauso wie die AfD. Beide haben etwa gleich viele Mitglieder. Irgendwie 30'000. Ja... Magst du noch, Christine? Also, die AfD-Mitglieder sterben aber früher. Wenigstens das. Ja... Nochmal ein Motiv da aus dem Wahlkampf. Ja, das ist wenigstens ehrlich, oder? So wie die SVP-Plakate in der Schweiz. Es fehlt Schöfli. Genau, Nichtwähler sind die grosse Marktlücke. Oh, er hat den Business Case entdeckt. Zwischen all denen, die nicht wählen. Ja, liebe Nichtwähler. Wie man sieht, wählen, ein Typ mit Brille, der ist sicher ein intelligenter Sieg, oder? Also, der wird das Land gut führen. Also. Partei natürlich immer hoch im Kurs, sind wir ehrlich, oder?
Also, geht da die Wahlurne, wählt das hier, schiesset eure also, Fötze ein. Wir müssen es nur kurz übersetzen für alle, die aus Schaffhausen. Weil alle, die aus Schaffhausen nicht wohnen, es gibt den Prozess, dass du eine Wahl bekommst und du darfst freiwillig abstimmen. Wieso sollte man für die übersetzen? Die sind doch eh bombardiert worden, oder? Tja, aber der Nico hat sich da nicht aufraffen für das. Das ist vielleicht irgendwie ein Konstruktionsfehler. Was erstaunlich ist, der Wahlwerbespot war in den sozialen Medien der meistgeteilte. Aber nur auf Facebook. Ja, und auch der inhaltsreichste. Aber nur auf Instagram. Tja, wann kann ich das nächste Mal Wahlkampf machen? Mai 2019, Europawahl. Okay, ich mal den Martin Sonneborn gefragt, der schon im Europaparlament sitzt. Hey, kann ich nicht Listenplatz 2 machen? Er hat gemeint, haha, okay, machen wir. Ach, Europawahl. So, da sind wir. Liege ich da richtig? Ja. Es steht so gut wie nichts. Wir werden eine Woche vor der Wahl mit dem Wahlkampf wirklich anfangen. Ja. Und die Idee ist halt einfach so, dass ein europäischer Präsidentschaftswahlkampf nach amerikanischem Vorbild, so ein Trump-Wahlen eigentlich. Also entsprechend haben wir da einen Entwurf für das. So, kommt jetzt das? Okay, ja. Sonneborn. Sonnen... Ah. So ein Bumper-Sticker. Sonnenentwurf. Aha. Ja, mal schauen, ja, ob wir das durchziehen können. Nicht. Europa stärken, Deutschland schwächen. Ja, Deutschland schwächen. Das kommt der Schweiz ja auch zu gut. Weil wir sind ein Teil von Europa, aber nicht wirklich ein Teil von Deutschland. Genau. Finde ich gut. Dabei muss man natürlich unterscheiden zwischen dem Schengen-Raum und der Europäischen Union. Könnt das unsere Box noch ein bisschen näher erläutern? Ganz wichtiger Beitrag, ganz wichtiger Beitrag. Ich habe leider nichts gehört, weil ich Kopfhörer anhabe. So, der Nico will natürlich Kommissionspräsident werden. Ja, kommen wir doch einfach. Drogenpolitik. Ja, auch Erfahrung in der Schweiz, kennen wir auch. Blattspitzen ja. Und so. Ja. Zuerst mal muss man sagen, Drogen sind allgemein mal gut, oder? Also. Man kennt das Lied von Altschwil Posse, oder? Das war ja mal auf der Ritschu-CD. Die mitgelost haben. Aua! Ja, Weihrauch. Möhren haben wir uns auch Dreck. Eigentlich so das Ding halt. Und Alkohol natürlich. Haben wir auch. Appenzeller Kräuterschnaps vor allem. Alkohol, das ist ja höchst riskant. Alkohol ist schon riskant, haben wir vorher wirklich gehört, liebe Zuhörer. Ja, gibt es auch Drogen? Cannabis, das macht einem natürlich gelassener. Ich habe noch nie Drogen gehabt, die mich in meine Familienmitglieder verliebt macht, aber anscheinend gibt es das. Drogenpolitik. Ja, wo wird das von Alkoholikern gemacht? Christin! Gut! Wir sind da schon alle in Ekstase und da stehen schon Leute an, um auch übersetzen. Soll ich das mal weitergeben, Marco? So, du wartest noch. Quiz. So, bewusstseinsverändernde Stoff. Nein. 1,8 Süchtige. Krass. Und 74,0 Tote. Also was man so mitnehmen aus dieser Grafik schenkt, dass ziemlich viele Leute gestorben sind. Und das aber null Tote bei Stoff B ist natürlich genau. Eine andere Sache. Das heisst, wir haben einen klaren Gewinner an dieser Position. Ja, aber das ist klar, dass Cannabis verboten ist. Es ist einfach nicht wirklich genug effektiv. Ich meine, wenn du wirklich die Süchtigen umlassen willst, weil wir endlich keine Süchtigen, das ist scheiße im Land, oder? Dann musst du halt eine haben, die es auch schafft. Definitiv, definitiv. Aber ich finde, man kann die Situation auch auf die Schweiz anwenden, oder? Ja, klar, ganz klar, ganz klar. Ich meine, wer kennt das nicht? So ein bisschen Kiffer in den Säcken, oder? Das ist wirklich...
Ja, zwar gehört von ein paar Pilotprojekten in der grossen Städte, wo man hat Cannabis abgeben wollte, an gewissen Abgabestellen. Pilotenprojekt, ja, genau. Ja, ja. Das sind quasi die, die fliegen, noch so das gewisse Etwas im Blut genau. haben. Es heisst ja, Cannabis verleiht Flügel. Aber dann, wo sie da die paar Abstürze hatten, hat man das Programm, glaube ich, wieder gestoppt. Ja, das sind die Drogenabstürze, die bekannten Drogenabstürze. Das ist... genau. Genau, seit immer hat der Mensch Drogen genommen, aber der Mensch hat halt nicht seit immer eine Passagiermaschine geflogen. Das ist echt der Unterschied. Darum müssen wir heutzutage einfach strenger sein. Weil vor der Erfindung des Rad war das noch harmlos. Da haben wir vielleicht den Kollegen getroffen mit den Kühlern, aber das war dem auch egal gewesen. Ja, also ich meine, mit einem Schlitten bist du jetzt kaum die Straße abgerügelt und hast einen umgefahren, oder? Genau, genau. Und dann hat es dir im Schlitten viel mehr, mein einziger Unfall, ich hatte, war mal mit dem Schlitten. Das ist einfach viel gefährlicher. Man muss natürlich auch sagen, dann hat es noch keinen Start gegeben, dann war das Leben einfach auch noch besser gewesen. Dann hat man niemand dran genommen. Das ist so, ja. Dort haben die dann bist einfach, die ganze Straße gehabt. Dann bist du eigentlich noch mit viel mehr davon gekommen. Das heisst, die Folge ist natürlich, man sollte wirtschaftlich gesehen Drogen wieder legalisieren oder den Staat abschaffen. Das ist klar, das ist klar. Ich meine, es ist ja immer der Kampf zwischen freier Wirtschaft, Staat, Verstaatlichung. Und wenn jetzt die ganze Drogenpolitik verstaatlicht wird, dann führt das einfach zu einem höheren Preisen auf der Straße. Genau, und ein Haufen Jugendliche, ich meine, wenn du zum Strassendealer gehst, dann kratzt es kein bisschen, ob du 16 oder 14 bist oder was auch immer. Und sie driften dann eigentlich Kriminalität ab, was viel schlimmer ist, wie ein bisschen Drogen abdriften. Das heisst, wir sollten jetzt eigentlich an diesem Ort unserer Kabine die offizielle Schweizer Technokratiepartei starten. Ich würde sagen, das ist gut. Wir sind auch drei Leute, das langt. Was brauchen wir jetzt noch? 20'000 Steine für eine AG, oder? GmbH. Ja. Dann sind wir im Business. Dann sind wir dabei. Dann sind wir dabei. Ich glaube, 20'000 ist für eine GmbH. Also anders, eine Aktiengesellschaft brauchst du 100'000 oder so. Ja, schon noch ein bisschen mehr, ja. Also machen wir jetzt Business oder Politik? Ist eh das Gleiche, oder? Ist das Gleiche. Also wenn schon ziehen wir doch... andere Kriminelle, oder? Wenn schon ziehen wir doch von Anfang an die Lobby auf unsere Seite, hätte ich gesagt. Das stimmt, das stimmt. Genau, Veränderung verwirrt mich. Also ich meine, wenn ihr so denkt, stimmen wir nicht für unsere Partei, euch können wir nicht brauchen. Wir haben hier noch einen neuen Sprecher. Willst du dir heute vorstellen? Ja, das ist der Marco mit dem schönen Zürichdeutschen Dialekt. Wow. Das ist gerade gut Weg. Ja, wir haben jetzt eigentlich gedacht, wir machen hier einen schweizerdeutschen Kanal. Jetzt ist Russland gleich noch vertreten. He. Ja, sorry, sorry. Genau, wir waren hier vom Alten Reich. Ich meine, die Schweiz hat ja mal probiert, ihr eigenes Reich aufzubauen. 1515 bei Marignano hat es doch nicht so gut geklappt. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass man die Liechtenstein entleihen sollte. Liechtenstein, ja, ich meine... Wir haben die Schweizer Franken, die haben viele Banken, die uns Reichtum bringen. Können wir locker rein. Seien wir auch ehrlich, es rendiert doch nicht Liechtenstein Jahr für Jahr mit der Artillerie zu bombardieren, oder? Ja, ja. Und wir beschützen sie eh momentan schon. Das ist richtig. Also, ich muss sagen, ich war aber erst das Liechtenstein und das hat mich nicht so überzeugt. Am Sonntag hat jedes Restaurant zu. Ja, ist ja wie in Luzern. Ja, Katholiken halt, oder? Hahaha, das habe ich auch gedacht, als ich das Liechtenstein ins Restaurant gesucht habe. Seien wir ganz ehrlich. Irgendwo an einem gewissen Punkt sollte sich der Bund doch einfach einschalten, seien wir ehrlich. Einschalten der Politik ja oder nein? Machen Sie doch schon genug, wir haben etwa jedes Jahr wieder eine Abstimmung über Rentenpolitik. Ja, aber die Leute sterben trotzdem noch. Ist nicht vorteilhaft für die Demokratie, oder? Wenn ihr deine informierten Wähler, die über 50 Jahre ihr Know-how aufgebaut haben, langsam wegsterben. Okay, ich stimme. Und dann kommen wir wieder mehr Jungspumpen nachher. Und also, das heisst, keine Ahnung von Tutoblasen. Wir können Initiativen starten, 100'000 Unterschriften sammeln, dass der Bund endlich etwas gegen das Sterben von der Bevölkerung machen soll. Nehme ich jetzt aus deiner Aussage raus. Eine spannende Aussage, die ich aber gelesen habe vom ETH-Professor, war, dass er gesagt hat, mit der Demografie, mit der Überalterung der Gesellschaft, die wir auch in der Schweiz erleben, sollte man eigentlich langsam schauen, dass die jungen Stimmen
mehr zählen als die Alten. Weil sonst sind wir irgendeinmal am Punkt, wo die Alten einfach über uns bestimmen. Aha. Stell dir vor, die über 60-Jährigen bestimmen plötzlich, dass wir doppelte AHV bekommen und wir müssen das zahlen. Ja, also vorher stand, man hat die Geburt normalerweise mit 0 Jahren. Das stimmt nicht überall auf der Welt so, by the way. In Japan wird man mit 1 geboren. Der Nico schlägt da schon so ein bisschen eine Lösung zwischen den Zielen vor. Man könnte natürlich auch zwei Alter reduzieren, oder? Ja. Also ich meine, sind wir ehrlich, ab dem Wechseljahr wechseln sich deine Gefühle eh so schnell. Sollst du dort überhaupt noch abstimmen können? Was macht man mit den Männern? Mit den Männern? Meinst du nicht, die werden von den Wechseljahren für eine Frau so fest beeinflusst, die könnte man aussortieren? Vielleicht, oder bei den Männern hat es keinen Einfluss und man kann das Frauenwahlrecht wieder abschaffen. Aber hast du das nicht erfahren? Ich meine, wenn du langsam bist in die Pubertät gekommen, sind wir ehrlich, eigentlich bist du nicht schwierig geworden, sondern die Eltern sind einfach in die Wechseljahre gekommen. Und meiner Meinung nach, wenn man nur die Frauen ausschließt, das wäre wieder unfair. Das heisst, ab 45 alle Leute ausschließen, oder? Christi, haben wir 1990 Frauenstimmrecht eingeführt. Ist doch früher Zeit. Ja, 71 hat es angefangen, 1990 war es abgeschlossen. Okay, okay. Ja. Das Abizell war mal wieder hinten drin. Thema momentan. Ich glaube, du musst auch nicht Partnerwahl ist ein heikles Thema, muss man immer ein bisschen raten. Mit dem Frauenstimmrecht umso mehr natürlich. Ich habe den Vater leider verloren. Den musst du vorhin wählen. Nehme ich gerade nicht. Natürlich gibt es bei Hochzeiten, wie bei allen anderen Events, wie bei jeder Hundverlochten, wie man so sagt, viel zu viel Erfolgsdruck. Ja. Dann kann man sich auch an so einem Event mal lebenslang in Treue versprechen, aber wird man dumm nüchtern am nächsten Morgen, sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn natürlich wir einfach keinen Bock mehr haben. Macht ja auch nicht Sinn, oder? Nein. Darum ist ja, glaube ich, die Scheidungsrate allerdings wieder am Abgehen. Ich weiss allerdings nicht, ob es daran liegt, weil es weniger Leute heiraten. Ja, ich meine, ab irgendeinem Punkt musst du dich entscheiden, willst du das Fünfli oder das Zweckli, oder? Du kannst ja beides haben. Ja, dann brauchst du aber ein überdurchschnittliches Einkommen. Längt auch noch nicht mit meinem Studentenlöhnli. Ist natürlich eine Inszenierung, gerade in heutigen Zeiten mit Instagram und Facebook. Ich meine, da die Hochzeitsszenerien sehen natürlich immer gut aus online, oder? Sieht immer gut aus online, ja. Aber online sieht alles gut aus. Ich meine, bist du schon mal an einer Hochzeit, wo es auf den Fotos nicht gut aussieht? Ja, ich meine, in der Realität hat es nicht immer so schön ausgesehen, nein, sind wir ehrlich. Nein. Aber. Apropos Dresscode, haben wir das ja in diesem Häuschen eigentlich nicht. Also, das ist echt, also ich finde es schlimm, wie ihr aussehen. Ja, ich weiss nicht. Der Hacker-Dresscode, der filmen wir, glaube ich, einigermassen. Das filmen wir, ja. Wir haben alle Hosen an, das lange eigentlich. Also so schlimm sind wir noch nicht. Ich meine, wir Schweizer sind ja bekannt dafür, dass wir auch manchmal ein bisschen bünzlig sind. Also, von dem her, die Hosen sind schon noch ein wichtiges Kriterium in unserem Kleiderschrank. Das ist wirklich ein wichtiges Kriterium, ja. Genau, Funny Fact, als Mann muss ich einmal im Leben entscheiden, kurze oder lange Hosen und man bleibt dabei. Wieso einmal im Leben? Das kommt doch auf die Temperatur drauf an. Nein, entweder konsequent lange oder konsequent kurze. Ich weiß nicht, da bin ich glaube ich ein Mischling. Ein Mischling, ja. Ja, es gibt natürlich auch die Wechsler. Ja. Soll es ja auch geben. Ich meine, am Schluss sagt mein innerer EKF, soll ich bei dieser Temperatur mit all diesen Sensordaten, die ich da in den Account nehme, wie ich das zusammenfiltere, am Schluss fällt es intuitiv eine Entscheidung, lange oder kurze Hose. Ich sage nicht, dass die Entscheidung immer richtig war, aber eine Entscheidung hat es gegeben. Hat es gegeben. Sehr gut. Ich habe leider den Faden verloren, was der vorne erzählt. Ja, und wenn du halt die kurze Hose angelegt hast im kalten Winter, dann schlottert der Knie halt wie im Schoppenmünkeli, oder? Schoppenmünkeli. Da das Totenmünkeli um eine Ecke gehüchselt. Heiter fahren. Scheidung, ich habe Scheidung gehört. Wie eine Fotostory, aber ich glaube, es gibt noch kein Foto von den Totenmünkeli, oder? Von den Totenmünkeli gibt es bis heute noch kein Foto, weil es noch keiner gesehen hat.
Ja, die Geschichte davon gehört. Der Schöppeli Münker hat es einmal gesehen, das Tote Mügeli. Ja, aber Schöppeli Münkeli, dem traue ich nicht. Also was ich glaube, jetzt muss man mal den Bär noch vielleicht das Mikrofon aus der Hand reissen, weil langsam da ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anfangen Werbung machen für die eigenen Kuriositäten. Aber eigentlich geht es ja hier ums Heiraten, oder? Etwas ums Heiraten? Schönes. Jawohl, genau. Mit der 40 Story, a Timeline. Du musst ja schon sehen, dass ich erzähle schon noch viel, wenn der Tag lang ist. Ja, ja. Nein, ich finde auch wunderbar, oder? Seine Haltung hier. Er ist immer ganz ein motivierter Sprecher. Das Totenmügel haben wir sicher nie gesehen bei der Deutschen Bank. Ja. Kommen Sie von Basel? Ja, nein, natürlich. Ja, so ist es von Basel. Aber nicht Baden. Nicht Baden? Nein, genau. Hat er einmal gleich so gemeint? Seien wir mal ehrlich. Also, hat er es gemeint oder eben nicht? Oder? Das ist jetzt die Frage. Nein, eigentlich das ist natürlich Frage. Immer eine schwierige Frage in einer Satire-Show, oder? Ja. Aber solange die Leute lachen, hat es einmal seinen Zweck erfüllt. Würde man sagen, ist die Satire da, dann hat es funktioniert. Es wird geklatscht. So, mit sozialen Situationen sind auch die meisten überfordert. Ja, also vor allem würde ich jetzt mal sagen, so im Informatiker-Umfeld ist... Soziale Überforderung ist schnell da, oder? Schnell da, ja. Schnell da. Also das Kind nennt man bei uns... Also ja, ich kenne auch Kinder mit komischen Namen, zum Beispiel Kevin. Ich meine, das geht eigentlich gar nicht. Also... Genau. Ja, nein, das ist schon so, oder? Ja. Ich hoffe, du heisst ja Kevin. Nein, ich zum Glück nicht. Glück gehabt. Du hast so den Fuß über dem Fettnäpfchen gehabt und hast schon angefangen zu senken, aber gerade noch mal ausgewichen. Nein, ist... Aber du hast einfach auch nicht die Eltern gehabt, gut. Nein, genau. Ja, manchmal bei gewissen Themen liegt man wirklich auf der falschen Seite. Zum Beispiel die Deutschen liegen ja tendenziell auf der falschen Seite der Grenze. Das ist einerseits so und andererseits liegt man auch auf der falschen Seite im Bett. Oder? Also rein biologisch gesehen, ich meine, das ist jetzt ein bisschen tangential. Das ist sehr tangential. Was wir da vorne auf der Bühne sehen, ist eigentlich, dass man auf der linken Seite eine viel bessere Connection hat zwischen den Speiseröhren und dem Magen und mit dem sehr entspannter kann einschlafen. Also das nächste Mal, auch bei euch daheim, ein kleiner Tipp. Liegt mal auf die linke Seite und schlaft selig ein. Schlaf gibt es aber auch nicht nach einer Hochzeit, oder? Immer noch da, wir sind wieder zurück zum Thema gekommen. Drei Hochzeiten? Da hast du auch keinen Schlaf. Ja, nein, also... Ja. Jetzt weiss ich nicht, ist er selber der Bräutigam gewesen oder nicht? Das hoffe ich jetzt nicht, aber... Er redet hier von frei kaufen. Ist das junge Frauen kaufen? Ja. Yeah. Redet eigentlich über Kinderhandel? Würde ich sagen, ist ein relativ schweres Topic für Satire. Ja, aber es ist ja auch... Glücklich ist nur, wer nicht informiert ist. Also es sind alles schwere Themen. Und falls er mal heiraten wird, also er ist noch nicht verheiratet und er wird es krachen lassen. Meinst du, er wird es krachen lassen? Ich glaube, der wird einfach vorne stehen und sagen, ja, ja, meinetwegen. Und dann ist es gut. Und dann geht er wieder, weil das war eigentlich so ein bisschen die Show gewesen. Und dann ist auch gut. Genau, so. Genau, er ist auch ein bisschen verzweifelt, das hat man vielleicht auch schon gehört. Und auf Datingportal, das kennen wir auch in der Schweiz, das haben wir auch. Und alle 11 Minuten verliert sich dort jemand im Durchschnitt, aber nicht in ihn. Das ist natürlich schade. Das ist wirklich schade. Nein, das ist natürlich schlecht für seinen Durchschnitt. Ja. Es ist auch widersprüchlich, was wir damals übersetzen, die ist mir aufgefallen. Also widersprüchlich ist es überhaupt nicht. Nein, es hat einfach nichts mit dem zu tun, was da eigentlich läuft. Aber das ist auch okay. Wir machen ja eigentlich gar keine Übersetzung, wenn man es ganz genau will. Nein, das ist mehr so eine Art ein Randkommentar. Randkommentar. Für euch genau Schweizer, die ja auch mal das Gefühl haben, hey, wir müssen mal schauen, was da im CCC läuft. Das ist ja vieles auf Deutsch oder auf Englisch, das funktioniert alles. Aber eigentlich will man ja da andere Meinungen noch dazu hören, als nur, was immer nur da vorne kommt. Und darum bieten wir hier noch so einen extra Service für euch. Also er hat einen Beruf und kann von seinem nicht leben, oder kann er davon leben? Das habe ich jetzt verpasst. Ich habe das Gefühl, es ist ein Witz über den Kapitalismus. Das kann sein. Betriebsfeier, das, ja. Also er wird... er wird eingeladen auf Betriebsfeier, um die Stimmung auflockern. Ja, ich glaube, er macht nicht einmal Betriebsfeier für sich selber. Ja, ist ja anscheinend schon. Oder? Also, ja. Danach kam einer
der Mitarbeiter direkt auf mich zu und meinte, das muss... Naja, keiner hat die Stimmung in der Firma so gut wiedergegeben wie du. Hand of the jacket. Das muss ganz schlimme Stimmung sein in Microsoft. Ja. So, ich glaube, da ist jemand anders am Arsch da. Ja, machen wir es noch. Übergeben das Wort. Ja. Ja. Wir gehen ab in den Süden von der Schweiz. Haben wir wieder ein bisschen Walliserdeutsch für euch dabei. So, zum ganz, ganz heimelig werden. Auf einem Fachgebiet auskennen, aber Experten sagen, Wikipedia solle man nicht trauen. Ja, Experten sind miese Schlangen, das ist klar. So, also es geht um Wikipedia. Aber jetzt muss ich sogar den Kontext wieder haben. Also, Wikipedia und Politik ist immer eine Bombenstimmung. Also, ja. Aha. Ah, jetzt sind wir gerade zu Onanie-Witz übergegangen. Ja, nein, das war gerade ein bisschen ein harter Change. Ein harter, aber das Publikum macht ihn noch mit. Ja, ja, die sind noch dabei. Genau. Also, irgendwo zwischen Vernunft und Trieb sind wir halt. Das ist ja alles ein Spektrum, ja, oder? Ja. Gewisse weiter, gewisse weniger weiter. Genau. So läuft es. Und geil Giga spielen und gut kacken. Was? Ja, ja. Ja. Ist das vielleicht ein freudscher Versprecher gewesen? Kann sein, ja. Aha, ja, ja. Typische defensive Positionen. Verleumdung von der Realität. Genau, also das macht jetzt für mich nicht so viel Sinn, aber wir sind ja in einer Quatschgesellschaft, also muss das ja nicht so viel Sinn machen. Genau. Das heisst Sinn ergeben, nicht Sinn machen. Das heisst Sinn ergeben, nicht Sinn machen. Ah, ja. Also jetzt ist gerade... ist gegangen. Neoliberalismus heisst, fürs Schmecken nach Rosen. Oder eben nicht, und dann ist auch okay. Ja, und Einhörner schießen Regenbogen. Scheins. Scheinbar, manchmal, ja. Manchmal haben sie auch so eine Töckeli auf dem Kopf, oder? Mhm. Dann sind es eigentlich nicht Einhörner, sondern Videolernhörner. Röss. Aha. Videolernhörner, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das VLC-Töckeli. Ja. Gut. Aha, wir haben wieder Slides bekommen. Das war jetzt eine lange Session. Sehr wir haben hier wieder genau. Gegensätze vom Leben, genau, das Spannungsfeld, was eigentlich interessant macht, zum nur, überhaupt existieren. Nur das Mal fehlt irgendwie die dritte Möglichkeit für mich, also... Also du bist sowohl du selber als auch, dass du abnimmst, oder du kannst gar nichts von dem allem machen? Ja, also am Anfang vom Talk hat es noch so ein drittes Ding gehabt, oder? So ja, das Gelbs, das fehlt mir jetzt irgendwie so hier, ja. Also es ist nicht mehr so lösungsorientiert. Weiß es gerade nicht, ja. Und die Leute sind schon wieder weg. Das irgendwas haben wir da gehabt von Informationsmangel. Oder ist das Thema? Ja, gut. Dann, das, ja. Dann ist jetzt Zeit zum Glücklich sein. Nomen ist Omen. Jetzt ist es noch Moment zum Glücklich sein. Keine Information. Genau, also es gibt keine Information auf den Slides. Darum sind wir jetzt, ist jetzt der Moment zum Glücklich sein. Gut, wir haben dafür Informationen, die natürlich auf dem auralen Kanal bei euch reintrudeln. Hoffentlich machen wir euch ein bisschen weniger glücklich mit unseren tollen Informationen und witzigen kleinen Gags, die wir noch dazu bieten. Genau. Und es geht jetzt gerade um ein Spiel, das ich rede von euch kennt im Internet. Also Captchas lösen, so Ampel anklicken oder Autos anklicken. Ja, genau. Autoteile. Ja. Velo? Oder was gibt es noch? Ja, das ist natürlich auch das Huhn- und Ei-Problem im Machine Learning. Von irgendwo muss man ja die Daten haben. Klar, ja.
Und ich habe gesagt, ich erwarte jetzt eigentlich einen Slide mit Grün und Rot. Alles richtig anklicken und alles falsch anklicken und dann schauen, mit was man weiterkommt. Ja, aber... Ja. Also... Man kann den Hund Kunststück machen und... Vielleicht könnte man den Hund das Captcha lösen. Wäre das ein neuer Ansatz? Das gesehen, ja, das wäre ein neuer Ansatz, ja. So, also ein blinder Hund zum Beispiel, der weiß ja, was der ein Fußgängerstreifen ist, oder? Das wird er ja sicher finden. Das stimmt. Hm? Das stimmt. Fun Fact: Für Hunde sehen Fußgängerstreifen pink aus. Hat man letztens festgestellt, wo man eine Fußgängerzone gemacht hat und alle Fußgängerstreifen weggenommen hat und dann plötzlich sind die Blinden nie mehr über die Straße gekommen. Weil die Hunde nicht über die Straße wollen. Gut, das ist jetzt wieder so eine tangentiale Bemerkung. Ist denn, weißt du das im Captcha nachher? Weil da hast du ja keinen für Hund farbkalibrierten Monitor, dann stimmt das wiederum nicht, oder? Ja, da könnte man sich jetzt überlegen, ob man also ein kleines Tool schreiben möchte, dem Hund auch gerade direkt einblenden können, oder? Mhm. Also, du musst nicht einmal den Hund nebendran haben, aber der löst für dich schon die Captchas. Ich sehe da auch Potenzial, wir können riesige Hundefarmen in Indien aufbauen, neue Captcha-Solvers, noch billiger, oder? Alles, was die brauchen, ist Hundefutter und ein Platz zum Kacken. Also fressen, kacken und Captchas lösen, zum glücklich sein. Das ist eine neue Anwendung von Hunden. Wir gehen doch einmal zurück, es geht wieder irgendwie zum Auto. Genau, so... Unterstützt das Autofahren. Unterstützt das Autofahren, ja genau. Die alte Tesla-Problematik. Ja. Ja. Also statt dass der Hund neben dir bellt, wenn du bald einschlafst, merkt das jetzt halt das Auto selber. Und ja, es probiert dich halt wieder zurückzuholen. Und das Problem dabei ist ja, wenn du halt müde wirst, dann kannst du nicht auf der Rückbank schlafen, weil dann holt dich das Auto wieder zurück auf den Fahrersitz. Genau, also kurz zusammengefasst, ja. Next Level Entwicklung wäre so ein EKG, das direkt eingebaut ist in den Autositz und vielleicht auch Elektroschockers, oder? Und wenn du dann plötzlich einen Herzinfarkt baust oder so. Mhm, genau. Ah, Hauptsache Ende. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Ansage. Gibt es noch Fragen? Ja, und ja, die Slides waren da wieder klassisch, wie am Anfang. Ja, wir haben jetzt, gell? Also, mal nach der Zeit. Ja. Ja, also er hat schon spät angefangen, von dem her ist das ein bisschen... Rolex oder Swatch wenigstens. Also Swatch sagt, du hast noch Zeit und Rolex wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Genau. Oder umgekehrt. Das Internet füllen. Genau. Klassiker. Also wenn wir jetzt natürlich nach der Schweizer Bahnhofsuhr würde gehen, dann... Ja, dann hast du immer noch ein paar Sekunden Zeit, wenn du die volle Minuten erreicht hast. Ja, eine, ja. Aber sobald der Zug zu ist, ist er halt weg, oder? Ja, das ist ja nicht wie hier in Deutschland, wo man auch noch eine Viertelstunde nach Fahrplan kann kommen kann, sondern dann ist der Zug halt weg. Nein, bei uns fährt der Zug, wenn er fährt. Ja. Nein, das fährt er in Deutschland auch, ich fahre da ein bisschen früher, meistens. Ja, ja also ja, einfach zur Zeit. Ausser die S-Bahn, die ist auch immer zu spät. Ah, die S-Bahn, die fährt, wenn sie fährt, das ist wie ein Tram. Genau. Da muss man auch nicht so genau schauen. Zur Stosszeit ist ja eh alles voll. Genau, und ab und zu zum Fahrplanwechsel wird dann der Fahrplan wieder auf die effektive Verspätung von der S-Bahn angepasst. Dann fährt die halt nicht mehr 36, sondern 38. Ja. So, Wir sind wieder in einer freien Section gelandet vom Programm. Aber den Dreier. Aha. Gerade zwei Leute gleichzeitig enttäuschen. Das ist eigentlich eine gute Taktik, ja. Ja, genau. Mhm. Aber wenn sie dann enttäuscht sind, macht ihnen das glücklich? Also, lebt er davon, dass die Leute... Er wird dann glücklich, weil du hast ja gesehen, am Anfang hat sich das Ziel gesetzt, dass man halt... nicht gut ist, oder? Also ist sexuelle dann Unbefriedigung, Mangel an Information? Macht einem das Ziel, erreicht zu haben, sexuell nicht gut zu sein, glücklich?
Ja, also das wäre ja ein relativ also einfaches Ziel, das wir das mal können setzen. Das ja, genau im, und im dann, ja, alles klar, ja. Ich muss langsam meine eigene Philosophie vielleicht ein bisschen abdecken. Ja, langsam, aber sicher macht der ganze Vortrag Sinn, ja. Und genau, ja, tut dann so als ob. Das ist schon immer so gewesen, in der ganzen Natur. Lebewesen tun so als ob. Und das machen wir immer noch mit ganz vielen Artgenossen in einer digitalisierten Welt. Und jeder tut so als ob. Und jeder hat Erfolgsdruck. Ja. Ja. Aber eben, das ist der negative Druck, wo man jetzt eben kann das Ventil auftun. Und das hat er jetzt hier gemacht für uns. Genau. Alle sollen scheitern. Genau. Und alle scheitern. Publikumsmeldungen? Ja. Aha. Sind Sie? Genau. Ah, ja, ich sehe. Er hat Sie denn live davon überzeugt? Mhm. Ja, also... Ja. Oder Zigarette. Das ist auch so ein Klassiker. Gut, ja. Also Nichtraucher kennt man die Option nicht so, ja, aber das ist so. Aber einschlafen ist noch gemütlich, das stimmt, ja. Ja. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, kann man so einen Demotivationsworkshop so beenden? Die Antwort ist eigentlich klar, oder? Ja. Ja. Warum nicht? Ja. Ja. Und vor... Ah, es gibt scheinbar nur noch 3 Minuten, also falls jemand will gehen... Die Pointe sind jetzt durch. Ja, das ist jetzt... Ja, der hören wir auf, oder was? Nein. Wir stieren hier noch durch. Ja. Der Einzige, der noch motiviert ist hier. Ja, genau. Genau. Also, nein, wir hat er noch nicht ganz erreicht mit seiner Kernmessage, oder? Von der Demotivation. Ja. So viele Ideen und wie geht der Spruch? 10.000 Ideas and all point to your certain death. Ah. Ja. 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 Das ist jetzt, muss ich sagen, hast du mich mehr demotiviert als jetzt die ganze Stunde hier. Ja, Douglas Adams. Dazu. Ja. Ja, jetzt haben wir dort Leistungsgesellschaft. Und Erfolgsgesellschaft. Leistung ist Erfolg. Und Leistung hat man noch vergleichen können, aber Erfolg nicht mehr. Ja. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Fake News, wie du uns siehst, ist jetzt relevant. Also wie du darfst halt dies, alles, was nicht mehr gut ist, soll einfach nicht mehr sagen, ja? Ja, nur genau. dann ist es interessant, wenn wir da gerade nochmal zurückgreifen auf sein Schittern im Bett, oder? Mhm. Also die Publikation von diesem Mangel ist ja an sich dann ein Eigengoal. Ja. Das ist gut, als selbstständiger Werbender ist das vielleicht nicht so wichtig, weil du hast ja keine Konkurrenz unter den Mitarbeitenden. Ja, das ist aber, so. Genau, ja. Und aber, der direkte Feedback-Loop bis im tätigen Arbeiten hier sieht genau, funktioniert relativ gut. Oh, offensichtlich ist das nicht so schlecht, genau. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch A-B-Testing, das er gerade immer live macht. Gewisse Gags bringen, aha, hat es geklappt, ja, nochmal. Und sonst dann nicht. Und dann so langsam zu einem Optimum. Das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, ja, dass du das immer machst. Und Respekt. So, das war es von der schweizerdeutschen Übersetzung. Danke an allen Helfern hier, die dabei waren.
Und wenn ihr uns Feedback geben wollt für die Arbeit vom Übersetzungsteam, dann schickt uns einen Tweet @c3lingo. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Und viel Erfolg bei der Demotivation. Freude ist nur ein Mangel an Informationen. Und hier sitzen 4.500 Informationstechniker. Kein Wunder, dass die Hälfte von uns depressiv durch die Gegend rennt. Darf ich alle bitten, ich möchte einmal was gegen Depressionen tun. Und zwar bei den Leuten, denen es wirklich schlecht geht. Viele davon sitzen unter uns. Darf ich alle die bitten, die Depression mal durchgemacht haben und sich von jemandem die Geschichte anhören würden, wo er gerade steht, und ihm zu helfen, den ersten Schritt zu gehen, kurz aufzustehen und alle anderen sich einfach nur auffällig umzuschauen, dass diese Menschen die Chance haben, sich eine Person rauszusuchen und auf diesem Kongress anzusprechen. Also alle, die mal mit jemandem sprechen würden, alle, die mal durch Depressionen gegangen sind, alle, die ein offenes Ohr für euch haben, bitte aufstehen. Ich hoffe, ihr habt euch jemanden rausgesucht. Ich hoffe, ihr sprecht sie an, weil wir wollen euch nicht auch noch verlieren. Wir sind alle der Kongress, wir sind alle eine Community. Und jetzt zum Schluss bitte nochmal einen riesigen, trampelnden Applaus für Nico Sensroth!